nicht mitschleppen müssen. So, hier findet man reichlich Pistolenmunition. Nur, was bringt mir die Pistolenmunition bei der Hunter? Wenn die mir zu nahe kommen, dann habe ich Angst, dass mir den Kopf absäbeln. Hm, ich hab mal Resi komplett. Also ich habe es nie wirklich schnell geschafft. Ich bin da mehr so der Spieler, der immer irgendwie zu viel hin und her rennt. Ich habe jetzt auch gesehen, Enrico, don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, nicht gefunden, wait. Ja. Enrico. Enrico. Double crosser. Weil ich glaube, das richtige Ende ist ja auch, oder das beste Ende ist ja, wenn alle im Helikopter sitzen, oder? Barry, Rebecca, Jill und Chris, oder? Das ist ja denn. So, hier ist eine Winde, die nehmen wir mal mit. Oh. Getötet durch eine Kugel. Ja, wie gesagt, für Komplettoran brauche ich zu lange. Ich glaube, irgend so ein Typ, der hatte jetzt einen Speedrun gemacht. Resident Evil 3. Den habe ich übrigens nur einmal durch. Für Nintendo GameCube. Das Ding untersuchen wir mal, prüfen. Das Ende ist sechseckig. Der hat Resident Evil 3 in 42 Minuten, glaube ich. Oder 46 Minuten durch. Naja, hab's über Twitch live gestreamt mit Jill und 5 Stunden. 5 Stunden? Ja, ich glaube, das Resident Evil 1 kann man schneller hinkriegen. Obwohl das so. Scheiße! Sind das zwei oder einer? Einer, schaut mal nach. Was? Was? 3 Modisk? Fürs Ende? Fürs beste Ende? Aber die braucht man doch sowieso, um weiterzukommen, oder nicht? Braucht man die Modisk nicht irgendwie, um irgendwas zu öffnen? Also 3 Modisk hatte ich, glaube ich, immer. Weil 2 habe ich ja jetzt schon, oder eine. Und 2 kriege ich, glaube ich. Die eine kriege ich noch hier, glaube ich, und eine im Labor. Also ich mit Chris habe ich Resident Evil tatsächlich nur einmal durch. Auf GameCube. Und Director's Cut auf PC auch vielleicht einmal oder so. Aber es macht immer wieder Spaß. Vor allem, wenn man es lange nicht spielt, dann ist man tatsächlich am Rätseln. Hey, nein, scheiße, scheiße! Steck dir eine Granate in die Fresse! So, jetzt öffnet sie gleich wieder seinen Kopf. Chris, geh weg! Warnung! Naja, spoilern. Also ich kenn's ja. Ich weiß es nur nicht mehr. Also eine habe ich ja schon. Eine habe ich ja. Deswegen brauche ich immer so lange, weil ich immer alles durchsuche. Ja, gehen wir mal. Aber die drei Modis fürs optimale Ende bringen mir ja auch nichts, wenn jetzt schon Rebecca tot ist, oder? Weil für mich ist das Ende nicht optimal oder nicht super, wenn Rebecca tot ist. So, das nehmen wir mit. Hauen wir uns mal hier. Wovon haben wir am meisten? Erste Hilfe-Spray haben wir so viel. Können wir eine Party schmeißen? Pistolenmunition kommt weg. Die Magnum hebe ich mir immer gerne erst für, bis zum fürs Labor auf. Zwei im Labor sogar. Ja, die im Herrenhaus habe ich schon. Hier, ich beweise es dir. Na, so. Das ist ja die bei diesem Tigerkopf. Da muss man ja eine gelbe. Ne, als erstes
Wir bekommen, glaube ich, als erstes so einen blauen Edelstein oder sowas von der Statue oben im Speisesaal. Und da kriegen wir, glaube ich, vom Tiger, wenn wir das da im Auge reinstecken, kriegen wir jedenfalls hier Gewehrmunition. Und dann haben wir noch ein gelbes und da haben wir die Modiskette gekriegt. Stimmt's oder habe ich recht? So, gesund. 20 Schuss, das sollte fürs Erste reichen. So, dann packen wir mal hier die Winde rein. Aber 5 Stunden? 5 Stunden ist schon so ein bisschen. Das ist schon mächtig. Aber wie gesagt, Resident Evil, das Remake, ist ja, glaube ich, auch, hat ja neue Story-Inhalt, ganz wenig neue Story-Inhalt und ganz bisschen Umfang mehr als das Original. Von daher kann das vielleicht hinkommen mit 5 Stunden. Ich habe mal was gelesen, dass wirklich Leute, denn nehme ich die Winde noch mit? Ich glaube, ja. Also was Evil 2 oder so kann man sogar, glaube ich, in 3,5 Stunden durchkriegen oder sowas. Obwohl ich da auch immer lange gebraucht habe. Aber ich liebe Resident Evil 2. Wie findest du Resident Evil 2? Resident Evil 2 hat für mich so eine geile Story. Kriegen wir das mit? Flammenwerfer mitnehmen? Ja. Ach, der hat sogar Schmackes! Geiler Scheiß! Der ist nämlich leer. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir laufen. Lauf! Lauf! 50 Minuten! Nee, ich habe letztens jemanden gesehen, der hat 46 Minuten irgendein Ami oder Brite oder irgendwas. Der hatte das auch alles vom Overlay bei Twitch ganz geil aufge... Ich weiß nicht, ob das extra so eine Software ist oder was man da machen muss. Oh, hier geht's überall lang. Da wurde alles angezeigt, ob er jetzt schneller ist, wie beim Autorennen, ob er jetzt eine Zeit besser ist oder schlechter als sonst. Ist da hinten nur eine Sackgasse? Gehen wir da mal als erstes hin. Gewehrmunition! Ich glaube, jetzt kommt der Raum mit Spinnen. Ja, wie gesagt, Resident Evil 3 hatte ich mir nur von aus der Video, also noch nicht mal gekauft, hatte ich aus der Videothek ausgeliehen damals, die GameCube-Version. So, hier kommen Spinnen. Oh, Scheiße. Ich kann auch nicht ins Inventar. Ach so. Scheiße, beweg dich! Ich will das Ding abfackeln. Scheiße! Steh auf! Oder kann. Oh. Scheiße! Ich nehme mich in den Mangel! Ich will nicht tot gehen. Das will ich leisten. Versuch immer hinten rum. Mist Sau. Schieß auf den fetten Arsch. Verrecke! Ich hab deine Mama getötet. Das ist gemein. Ah, oh, scheiße, sind die. Oh. Muss ich nachladen oder was? Nee, das habe ich gerade nicht hingekriegt. So, ich muss die kleinen Mistviecher platt treten hier. Achso, es ist extra Programm. Oder gibt es das vielleicht, weil ich streame ja mit OBS. Brauche ich das Messer hier überhaupt, wenn ich einen Flammenwerfer habe? Wir gucken gleich mal, ob wir das wegfackeln können. Oh. So, ich will erstmal die ganzen kleinen Kröten hier. Ich würde ja selber gerne mehr streamen, nur zu wenig Equip und Zeit, um was aufzuziehen. Equipment? Was meinst du mit Equipment? Also mein Headset ist scheiße. Ich habe ein 35-Euro Headset, glaube ich. Eines Tages kommt mehr, nur mal schauen. So, ich guck mal, ob wir hier mit dem Flammenwerfer. Ach, schon auf 66 runter?
Ich hab keinen Bock, das Messer einzusammeln. So. Machen wir Flammenwerfer. 27, alte Scheiße. Nein! Ich will nachladen. Ich bin jetzt verwirrt und so. Also die Software mit. Ich streame mit OBS halt, ne? Das ist ganz okay. Ach so, Handy-Headset. So, hier haben wir jetzt endlich eine Karte. Das ist eine Karte von Innenhof, erstes Untergeschoss. Mitnehmen hier. Sie haben die Karte von... So, nehme ich hier nochmal. Ne, ich habe nichts mehr. Heilzeug. Die Tür ist verschlossen und ach so! Oh, das ist ja schade hier. Aber ist ja sowieso auf 27 runter. Ach so, jetzt haben wir den ausgerüstet. Flammenwerfer ablegen, ja. Also die Spinnen mit Flammenwerfer besiegen wir für den Arsch. Jetzt haben wir Platz. Da kann ich nicht widerstehen. Blauskraut mitnehmen, ja. Kann ich das auch noch hier reinhauen? Nee. Dann nimm so. Ja, ich brauche für mein Headset noch einen Klinkenadapter und für die Konsole eine Capture Card und so weiter. Ja, sorry. Das ist das Blöde mit Konsolen. Da brauchst du einen Kumpel, der hat auch eine Zeit lang Let's Played auf YouTube, hat aber jetzt aufgehört, weil er nicht. Er hatte nicht den Durchbruch erzielt, den er gerne wollte, weil vielleicht wollte er in 3 Monaten 2 Millionen Abonnenten haben oder so. Der hatte Game Capture. Game Capture gibt es. Und das Gute an PC, da brauchst du diese Scheiße nicht. Zum Beispiel, wenn ich Let's Playe, da nutze ich die Grafikkartensoftware von Nvidia, Shadowplay. Die finde ich gut. Geile Qualität und ja, bin super zufrieden und ich merke es nicht bei Prozessorleistung. Wenn ich alle möglichen anderen Programme versuche, dann kommt mein Rechner damit nicht klar. Okay, dann gucken wir mal hier rauf. Da ist doch noch was. Bin ich schon wieder verlaufen hier? Hä? Ach so, ich dachte, ich bin da oben. Nee. Ach so. Na dann müssen wir jetzt tun, was getan werden muss. Ja, ich ja auch, ne? Ich hab ja auch hier, ich bin ja hier auch nur bei 38 Follower. Mit Glück. Ich habe Angst. Und auf YouTube habe ich jetzt 1100. Doch lange genug gedauert. Also ist auch nur just for fun. Wenn ein paar Cent bei rausspringen, ist toll. Wir machen mal hier noch einmal. Scheiße, was will der Felsen von mir? Ich hab's wirklich zu lange nicht gespielt. Einer geht noch rein. Ja, das ist denn, das motiviert aber auch, wenn Leute zu gucken. Also ich freue mich auch, dass du da bist, ne? Ach so, ich hab's einfach mal angemacht.